Also die Katzen wollen wirklich ganz, ganz offensichtlich Aufmerksamkeit. Ich habe mir jetzt ein Glas Wein genommen. Ja, und etwas, was ich bestellt habe, was ich euch jetzt auch gleich noch zeigen werde. Ich habe es ja schon angekündigt. Hey, seid lieb. Kommt mit. Und dann schauen wir uns das mal zusammen mit den Katzen im Garten an. Hallo Aramis. Aramis ist auch schon mal da. Und die Lilly kommt. So, und ich zeige euch jetzt, was ich nämlich bestellt habe. Und zwar habe ich jetzt tatsächlich endlich so ein Katzenklicker-Set bestellt. Guck mal, Lilly. Schau mal. Kann man nicht essen. Guck mal, das ist eine Klickerbox. Ich habe keine Ahnung von Klickern. Oh, was sieht er da? Ich habe das noch nie gemacht, aber ich wollte es einfach schon ganz, ganz lange ausprobieren. Schatz! Oh, schade, der hört mich nicht. Ja, das ist nichts zu essen. Aber wenn wir es machen, dann gibt es was zu essen dazu. Und genau, also ich würde euch da mitnehmen. Da sind so offensichtlich, ich habe es echt noch nicht aufgemacht. Okay, da ist ein Klicker. Schätze, das ist nur so ein Klicker-Set. Aber da gibt es dann auch Leckerchen dazu. Da ist ein Klicker drin schon mal. Und wie es aussieht, ist das hier die Anleitung, das Begleitbuch. Und dann gibt es offenbar, ja genau, so verschiedene Übungen. Und ich habe halt einfach vor, diese Übungen mit den Katzen mal auszuprobieren. Ja, und wir werden dann einfach sehen, wie die Katzis und ich uns da zusammen einstellen. Und jetzt schaue ich mal, die beiden wollen, glaube ich, spielen, ob ich irgendwie eine Feder angle oder sowas. Aramis? Was war das? Oh, na, 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 oh, oh, das tut mir jetzt leid. Er hat gerade eine Libelle erwischt. Okay, er hatte eine. Ja, also für die Libelle tut es mir jetzt echt leid. Allerdings muss ich gestehen, ich habe nicht mehr ganz so viel Mitleid mit Libellen, seit ich gelesen habe, dass die wohl ganz schlimme Raubtiere sind, die alles fressen, was kleiner ist als sie. Also ich glaube, das hat jetzt auch keinen Wert mehr, sie zu retten. Also wir können es mal versuchen, aber wenn die. Nee, nee, also. Ja, okay, scheiße. Okay, hast du fein gemacht, Aramis. Lilly, der Aramis hat eine Libelle gefangen. Die ist riesig. Oh, wie krass. Ja, Bärchen. Ich glaube, er frisst sie jetzt. Tut mir leid für die Libelle. Aber gut. Ich lasse ihn jetzt mit ihr spielen, weil sie ist ja leider eh schon platt.